Kapitel 14 Anrecht aufs Heldentum. Der Wald schien wie magisch. Diesen Teil des Forstes mieden die Pokémon des Dorfes normalerweise um jeden Preis. Der Grund war heilig. Es war Terrus Heim. Der Forstschrein lag in den Wurzeln des Baumes, welcher im Zentrum dieses Areales hoch über alle anderen hinaufschoss. Doch nie hatte jemand den wahren Zugang gesehen. Aber dies würde sich heute ändern. Flamme hatte seinen Smaragdschlüssel umgebunden, bereit seine Bestimmung zu erfüllen und Abschied von allem hier zu nehmen. Die riesige Eiche zeigte bereits ihren Stamm, hindurch durch ein paar Bäume in diesem doch eher lichten Bereich des Waldes. Einige hundert Meter vor dem Monument der Natur stoppte jede Bebauung. Nur eine riesige Lichtung mit ein paar Felsen lag vor dem Forstschrein. Also, Flamme, bist du bereit? Du wirst gleich Terrus treffen. Diese Chance haben die wenigsten. Ich weiß. Eine Welle von Wehmut durchfuhr das Vulpix beim Blick auf das grüne Emblem um seinen Hals. Aber bereit werde ich wohl nie sein. Aber einen anderen Weg habe ich auch nicht. Doch! Eine dritte Stimme? An diesem Ort? Doch vor allem die Bekanntheit der Stimme zeigte den Ernst der Lage auf. Und das Pokémon, welches von einem der Felsen herabsprang. Flamme! Gib mir einfach dein Amulett und du kannst umkehren. Keiner zwingt dich, diesen steinigen Weg zu gehen. Das mächtige Arcani sprang von seinem Felsen hinab, landete ohne nur zu wanken und stand nun zwischen seinen Söhnen und dem Forstschrein. Es zwingt mich keiner, aber es ist meine Bestimmung. Hast du nicht schon genug angerichtet? Oder willst du so dringend noch mehr Probleme verursachen? Ich habe genug angerichtet. Du glaubst mir vielleicht nicht, dass ich es einsehe, Flamme. Aber ich sehe selber, dass ich wohl einem falschen Vorbild gefolgt bin. Zeiten ändern sich, Kriege enden und neue beginnen. Und deswegen bin ich hier. Flamme, du bist auserwählt, einen Krieg zu führen, den du nicht einmal gewillt bist zu bestreiten. Zwar hörte sich alles, was sein Vater gerade sagte, sogar relativ logisch an, doch dies konnte das innere Misstrauen nicht schwinden lassen, welches durch alles entstand, was geschehen war. Was ich will oder nicht, ist zweitrangig. Terrus hat mich auserwählt. Und er hatte einen guten Grund. Ich wurde nur geboren, um das jetzt zu machen. Also, wenn du wirklich etwas Gutes tun willst, dann geh aus dem Weg und bessere dich, wenn du zum Dorf zurückkehrst. Ungeduldig versuchte sich das Vulpix am kräftigen Arcani vorbeizubewegen. Jedoch versperrte dieser weiter den Weg. Kennst du Terrus Gründe? Denn du solltest doch auch sehen, dass es keinen wahren gibt. Du wurdest hierfür geboren, doch ein Schicksal kann man auch ablehnen. Aber ich kenne seine Gründe. Weshalb ist es dir denn so wichtig, dass ich nicht gehe? Kurz blieb das Arcani still. Offensichtlich erzürnt über diese weitere Nachfrage. Du behauptest also, den Verstand eines Gottes verstehen zu können. Flamme, siehst du denn nicht die Chance der Lage? Du willst nichts mehr, als ruhig hier leben zu können. Und ich will meinem Dorf beweisen, dass ich bereit bin, mich für sie in den Krieg zu stürzen. Ich will ihnen beweisen, dass ich ein wahrer Krieger bin. Das bist du aber nicht. Überrascht zuckte Sakit nach diesem Ausruf. Sein eigener Sohn hatte gerade die Ehre, von ihm, vom größten Krieger des Walddorfes, hinterfragt. Mit welchem Recht kannst du das behaupten? Ich war schon immer der stärkste unserer Krieger. Ich hätte den Titel des Vorstehers haben müssen. Also hast du dir Kamerups Worte kein bisschen zu Herzen genommen. Du bist kein Krieger und du wirst nie einer sein, wenn du diesem Pfad weiter folgst. Glaubst du, deine Ausbildung und Kraft sind alles, was es braucht? Kraft ist eines von vielen Attributen eines Kriegers. Und außer der Stärke zeigst du nicht viel. Recht, die Stärke für das Richtige einzustehen. Intellekt, Ehrgefühl,
Nicht einmal gegenüber deiner eigenen Familie zeigst du so etwas. Güte kennst du nicht einmal. Ehrlichkeit versuchst du lieber, hinter dem Rücken deines eigenen Dorfvorstehers Krieg anzuzetteln. Aber ich habe selber zu lange gebraucht, um das zu sehen. Bis zu dem Moment, an dem ich einen einfachen Schmied traf, völlig ungeübt im Kampf. Doch trotzdem habe ich im Inneren gespürt, dass er mehr von einem Krieger ist als du. Bist du dann fertig oder willst du mir noch länger Vorträge halten? Dieses Mal war es Flamme, der Wut in sich aufkochen fühlte, als sein Vater sich völlig unbeeindruckt von allem gab, was er gerade gesagt hatte. Warum habe ich überhaupt erwartet, dass mir das Pokémon zuhören würde, das lieber seine Söhne opfern würde, als einen Krieg zu verhindern? Und ich hatte Verständnis von einem Pokémon erwartet, das sich auf die Seite von Fremden stellt, um seinen Vater zu verraten. Da haben wir wohl ähnliche Probleme. Mein einziges Problem bist du. Verpiss dich. Und wenn nicht? Flammen entsprangen aus dem Fell des Akani. Und das Gras in seiner Nähe begann zu glühen. Was denkst du von dir selber? Glaubst du ein Anrecht aufs Heldentum zu haben? Weil dich Terus erwählt hat und du glaubst ihn zu verstehen. Du bist jung, unerfahren und hast viel zu verlieren. Das hier ist nicht dein Krieg. Auch wenn du es nicht sehen willst, ich will hier dein Bestes. Du rennst in einen Krieg, in dem selbst die Stärksten untergehen können. In den sicheren Tod. Du hast keine Chance auf den Sieg. Vielleicht habe ich das auch nicht. Aber wenn dem so ist, dann versage ich zumindest im Wissen, mein Leben gelebt zu haben. Du nicht. Du hast noch nie wirklich gelebt. Je länger das Gespräch weiterging, desto weniger Geduld blieb Flamme. Willst du dich damit jetzt als gutmütig darstellen? Vater, das hier ist meine Bestimmung und Terus hat das bestimmt. Willst du dich etwa gegen ihn stellen? Nun gerne. Aber in diesem Fall ist seine Wahl falsch. Daran gibt es nichts zu zweifeln. Ich tue ihm einen Gefallen. Und dir. Also, gib mir einfach das Amulett. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen. Und nun war der Moment gekommen, in dem der erste Krallenhieb folgte. Von Flamme in Richtung seines Vaters. Weißt du, was dein Problem ist? Du redest hier von einem Anrecht. Und du hältst mir immer zu viel von dir. Du glaubst, klüger als Terus zu sein. Aber in Wahrheit glaubst du doch nur, selber ein Anrecht aufs Heldentum zu haben. Du willst niemandem helfen. Nichts Gutes tun. Du willst nur als Held dastehen. Und soll ich dir etwas sagen? Das bist du nicht. Im Gegenteil. Meine Reise mag frisch sein. Aber bisher bist du der größte Feind. Gut, wenn du mich nicht anhören willst. Wenn du mich so ansiehst. Flammen strömten um Flamme herum. Dieser wich jedoch dem Angriff aus. Dann werde ich wohl der Feind sein müssen. Sonst siehst du die Wahrheit in meinen Worten, du tust es nicht, dann komm und hilf mir! Im ganzen Streit hatte das Vulpix seinen Bruder schon beinahe vergessen, der völlig fassungslos hinter ihm stand. Aber ich... Hör nicht auf ihn, sondern handle für das, was du für richtig hältst. Wie ein Krieger. Aber das kann ich nicht, ich kann mich jedoch nicht auf eine Seite stellen. Ihr habt beide Recht in manchem und Unrecht in anderem. Und ich kann mich doch nicht gegen meine eigene Familie stellen. Eben. Und war dieses Akani deine Familie, als er sich entschied, dass Krieg ihm wichtiger wäre als wir? Du musst es wohl beruhen lassen, Flamme. Wenn es jetzt zu einem Kampf kommen muss, dann zwischen uns beiden. Ich sehe keinen Weg daran vorbei, weil du immer noch in meinem Weg stehst. Genug der Worte. Zeit für einen ersten Kampf des Kriegers war gekommen. Und irgendwo hatte Flamme es vermeiden wollen, gegen seinen Vater kämpfen zu müssen. Doch auch spürte er einen inneren Frieden. Alles, was dieses Akani getan hatte
Und nun hatte er Grund und Recht, ihn zahlen zu lassen. Wenn er das denn könnte. Denn so wenig auch Fürsakit sprach. Das eine, was ihn herausstechen ließ, war Kraft. Der Kampf war sein Element. Und einen Weg drumherum ließ er seinem Sohn nicht. Und im Bewusstsein, dass seine Zeit nun gekommen war, ließ Sakit auch gleich sein Element spielen. Feuer wäre für keinen der beiden Krieger hier die beste Waffe, denn es war auch das Element des Gegners. Aber wenn jemand trotzdem damit arbeiten konnte, dann Sakit. Flamme versuchte den Kampf durch seine Vor- und Nachteile sofort anders auszuspielen. Er plante, wie er seine geringe Größe und Strategie nutzen könnte. Wenn er mit einem Kopf-gegen-die-Wand-Stil kämpfte, so wie es sein Vater tat, dann konnte er nur verlieren. Theoretisch müsste er ja agiler sein, dadurch, dass er leichter war. Vielleicht könnte er diesen Kampf gewinnen, ohne ihn wahrlich zu gewinnen. Während er einem Krallenhieb auswich, blickte Flamme zum großen Baum hinter seinem Vater, um die Entfernung abzuschätzen. Wenn er nur einmal an ihm vorbeikäme, dann könnte er den Forstschrein vielleicht erreichen. Und nur er könnte ihn betreten. Taktischer Rückzug nach vorne ins Ziel könnte gut die Lösung sein. Dafür bräuchte er nur erst einen Moment des Durchkommens gegen einen Gegner, der seinen vollen Fokus gerade darauf legte, dies zu verhindern. Für den Moment blieb nicht viel anderes übrig als der direkte Kampf. In diesem wusste Flamme, die beste Idee wäre es, wenn er Techniken nutzte, mit denen sein Vater nicht unbedingt rechnen würde. Was allerdings ebenfalls recht problematisch war. Das meiste, was das Vulpix in einem Duell entgegensetzen konnte, waren Techniken, die er in seiner Kriegerausbildung gelernt hatte. Es waren jene Kampfstile, welche das Dorf bereits seit Generationen verfolgte. Und damit eben genau, was Sakit erwarten würde. Allerdings hatte der junge Auserwählte nicht umsonst Verbündete in einem fremden Dorf gefunden. Große Teile der Zeit hatte er am Vulkan gelernt zu schmieden, während er auf die Ankunft seiner Mitstreiter gewartet hatte. Doch auch Bo war sich zu schade gewesen, um es dabei zu belassen. Er wollte seinen neuen Kumpel nicht in einen Krieg entlassen, ohne ihm etwas zu lernen, was auch im direkten Kampf eine Hilfe werden könnte. Natürlich wurde dieses Training durch den Typenunterschied der beiden etwas erschwert. Doch wirkungslos sollte es nicht bleiben. Vor allem ein Ass hatte Flamme nun im Ärmel. Doch eines, welches er nicht zu früh verschwenden wollte. Es bräuchte nur einen geeigneten Moment, damit ein unerwarteter Treffer all die nötige Ablenkung bringen könnte. Und dieser Moment schien auch schon bald gekommen. Denn auch Sakit fuhr eine ähnliche Taktik des Aufsparens mächtiger Techniken. Felsen erhoben sich bald aus dem Grund, welche sich sofort weit in den Himmel schleudern ließen. In dem Moment, in welchem Flamme auf diese achtete, sollte ein heftiger Krallenhieb folgen. Nur, dass das Vulpix sich von den Felsen nicht beirren ließ. Sakit allerdings schon, als der Konterangriff kam. Siedewasser. Der einzige Wasserangriff, den das Feuer-Pokémon irgendwie erlernen könnte. Und somit eine sehr effektive Waffe gegen Gleichgesinnte. Auch wenn viele Feuer-Pokémon auch auf Boden und Gestein zurückgreifen konnten. Und in jenem Moment, in welchem Sakit vom heißen Schwall völlig aus dem Konzept gebracht war, rannte Flamme an ihm vorbei. Nun stand nichts mehr in seinem Weg. Er würde sich zwar nicht einmal verabschieden können, doch würde er anders handeln, würde er nicht einmal abreisen können. Und so spürte er nach nur wenigen Metern einen stechenden Schmerz im Rücken, als Sakit ihn zu Boden drückte. Weniger Masse bedeutete nicht gleich mehr Geschwindigkeit, so sehr Flamme das auch gehofft hatte. Stattdessen spürte er, wie Blut sein Fell färbte, als sich die Krallen seines Vaters in seinen Rücken bohrten. Gibst du nun endlich auf? Oder willst du mich zu mehr zwingen?
Eine Antwort bekam er nicht. Zumindest nicht vom angesprochenen Pokémon. Stattdessen spürte das Vulpix, wie sich das Gewicht von ihm löste. Unser Kid fortsprang, als er einen Angriff seines zweiten Sohns unerwartet abwehren musste. Sol stand nun zwischen den beiden Kämpfenden, bereit selber etwas beizutragen, solange es auch gedauert hatte. Hör auf! Wenn es dir wirklich um Gutes ginge, dann würdest du Flamme nicht verletzen. Warum tust du das? Akani! Nun also hatte das Fukano eine Seite gewählt. Und Flamme? Lass es gut sein. Es soll...